Ja, bevor ich jetzt den Hängeschrank montiere, wollte ich doch erstmal den Dachlüfter montieren, damit ich nicht in die Quere komme mit den Klappen und so, damit ich auch sehe, auf welche Höhe ich überhaupt kann. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wie sehr die Aufbauhöhe von diesen Deckenlüftern ist. Also würde ich den jetzt erstmal einmal anschließen. Für die Elektrik, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber nehme ich hier diese kleinen Verbinder, die wie eine Lüsterklemme agieren. Die haben hier nur so kleine Klemmhaken und funktionieren sehr, sehr einfach. Ich schiebe das Kabel rein, mache das Ding zu, fertig. Und ich habe hier einen Dreier, weil ich ja einmal den Strom anschließen muss, einmal das Licht anschließen muss und einmal den Ventilator selber. Deswegen nehme ich einmal die Teile dafür und gucke jetzt mal, wie das hier mit den Rahmen überhaupt so hinkommt. Denn in der Form braucht man ja sogar einen Doppelrahmen, um einmal das Innere zu verkleiden. Ne? Dann haben wir ja hier unser Rollo, was da noch drüber kommt. So. Und dann ja noch den inneren Rahmen. Jetzt muss ich mal gucken, wo überhaupt die Leitungen lang gehen. Oder ob die da einfach rausgelegt werden. Wobei dann das auch mit dem Anschrauben ja nicht so einfach ist, ne? Also wahrscheinlich ist das einfachste, ich schlitze das Ding hier, lege das Kabel nach draußen und dann fixiere ich eine Seite, schließe das Licht an, schraube das ran und dann müsste das hoffentlich funktionieren. Frage ist, ob ich mir erstmal von der Batterie eine provisorische Leitung lege, um zu gucken, ob das Ding überhaupt läuft. Das könnte ja in der Tat Sinn machen, bevor ich jetzt alles verschraube und das Ding läuft dann nicht, wäre das auch doof, oder? Ach Quatsch, hoffen wir einfach, dass das Ding läuft, alles gut. Also erstmal verkabeln, das Ding anschrauben, mal gucken, ob ich das kürzen muss. Also das kann man ja hier dann auf die entsprechende Größe ablenken, aber ich glaube, das passt sogar sehr, sehr gut. Also mit der Deckenaufbauhöhe passt das. Das Einzige, was ich vielleicht machen müsste, ist da das Kabel rauslegen. Das könnte Sinn machen, oder? Verlegt man das Kabel innen? Nö. Das verlegt man schon außen, ne? Oder kriege ich das so gedrückt? Da habe ich natürlich Angst, dass ich das ein bisschen abreibe. Ja, das ist nicht so gut bei dem. Ach so, ich gehe hier in die Ecke, ne? Dann könnte es gehen. Ja, in der Ecke geht's. Okay, in der Ecke ist genug Luft. Dann würden wir es so machen. Dann würde ich den jetzt einmal fixieren mit entsprechenden Schrauben. Anschließen. Meine Klemmen kann ich dann dahinter schieben. Jo. Dann müsste ich. Was ja auch immer nicht so schön ist, wenn man hinter so einem Fliegengitter hier irgendwelche toten Fliegen hat. Die bleiben ja nicht aus, aber das kann man hier auch wunderbar und schnell und einfach säubern und dann wird es dann hier wieder reingesetzt und hier sind so drehbare Clips, die kann man wieder zurückdrehen und somit dann halt auch den Lüfter wieder so ein bisschen fliegensicher machen. Also auch das sehr gut mitgedacht. Relativ einfach zu säubern, auch oben, wenn man was säubern will. Denn es kann ja immer mal sein, dass da irgendwelche Blätter oder irgendein Krams reinfliegt. Gerade bei so einem starken Lüfter.
hier vorne. Und dann haben wir es auch. So. Vielen Dank. Das war's. Ja, jetzt will ich auch fertig sehen. Was hat sich verändert? So sieht es jetzt fertig aus. Wichtig ist, dass also die Verdunklung geht jetzt von hier nach da. Man kommt hier an die Drehrädchen ran. Die Bedienelemente sind frei, die sind hier halt verdeckt. Deswegen habe ich sie jetzt so rum eingebaut. Um das jetzt mal kurz zu zeigen, können wir das schnell mal auf die Schnelle hier an unserem Strom anschließen. Ja? Ja. Und dann... Tada! Ja, und jetzt müsste er eigentlich auch angehen. Wuhu! Ja. Ventilator läuft. Sehr schön. Hängt unter der Decke, sieht auch ziemlich gut aus. Ja, das ist doch schick. Und dann sieht das so aus, dass man zu dem Teil ja noch eine Fernbedienung hat. Die finde ich auch ganz schick. Die zeigt einem auf dem Display halt an, welcher Status das Dachfenster ist. Man kann dieses ganze Teil noch mittels Temperatursensor so einstellen, dass es ab einer gewissen Temperatur erst angeht. Verdunklung, LED, wobei diese LED, also da finde ich ja mal, da hätte man ja mal ein schönes Warmweiß nehmen können, ne? Also dieses Kaltweiß, das sieht ja jetzt nicht so dolle aus. Naja, gut, meckern auf hohem Niveau. Ja, ne? Hier kann ich den auch mit der Fernbedienung anmachen. Ich finde dafür, jetzt powert er aber ordentlich. Okay, jetzt ist er auch verhältnismäßig laut, ne? Also jetzt in der Geschwindigkeit ist er schon laut, aber ich kann ihn hier auch kleiner stellen. Ich merke jetzt immer noch einen ordentlichen Zug und dafür ist er dann schon wieder relativ leise. Wir sind jetzt auf 50% Speed. Jetzt höre ich ein Auto vorbeifahren, aber also bei der Geschwindigkeit kann man auch super schlafen, denke ich. Der hat noch die Funktion, dass er theoretisch Luft raus oder Luft reinpumpen kann, was auch ganz witzig ist. Also ich kann hier auf das kleine Umkehrsymbol drücken und dann würde er entweder Luft rein oder Luft raus pumpen. Auch ganz spannend, ne? Wenn man mal, ja, wenn man dicke Luft ist, ne? Dann kriegt man die auch schnell raus aus dem Auto. Genau, oder bei Kohlsuppe oder bei... Was gibt's denn noch? Ihr wisst das schon. Ja, ich mach das Ding wieder aus. Er freut sich jetzt, dass er so lange nicht lief und geht gar nicht aus. Warum geht er nicht aus? Ah, der braucht immer ein bisschen, wa? Also zumindest, Fernbedienung sagt aus,
Ventilator sagt noch nicht aus. Naja, gut. Details, das gucken wir uns nochmal an. Warum das jetzt hier anders aussieht, als es eigentlich sollte. Man kann auch einfach nur das Fenster auf oder dieses Dachfenster aufmachen, ohne dass der Ventilator läuft. Finde ich auch eine ganz spannende Funktion. Also rundum zufrieden eigentlich mit dem Teil soweit. Jetzt ist wirklich mal die Frage, ob es sich auch dann bei längerer Nutzung noch ordentlich verhält und ob das Ding halt auch bei höheren Temperaturen was bringt. Das können wir alles erst testen, wenn wir mal unterwegs sind. Aber soweit vom Einbau und von der Funktion finde ich das Ding schon okay.